Herzlich willkommen zu Erla, die Show. Der neuen Talkshow hier in Salzburg. Wir wollen euch da hinten, hinter eurem Computer oder hinter eurem Fernseher motivieren und inspirieren, dass ihr aufsteht und eure Träume lebt. Ich habe wieder den Frederik Götz hier bei mir und einen tollen Sidekick, ein guter Freund, Frederik Götz. Hallo. Hallo. Und wir haben uns Menschen eingeladen, die ihre Träume leben. Herzlich willkommen, Roberto Blanco. Adnan Taha, Jasmin Rietenberg, herzlich willkommen, Mario Kranke, Thomas Geisbichler, Robin Die, Marlene Marina. Glücklich ist man dann, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mein Ding, das wollte ich machen und es ist aufgegangen. Aber du musst wollen, du musst kämpfen dafür. Und wenn du dazu erreicht hast, kriegst du halt einfach wieder neue Visionen oder stehst auf einem Neuland oder auf einem neuen Plateau und dann kannst du dich wieder neu orientieren. Es wird einem gesagt, du kannst alles machen, was du möchtest. Heute wird einem aber nicht mehr gesagt, okay, was kann dir auf diesem Weg des Erfolgs auch blühen? Warum hat man über Angst vorm Scheitern? Warum macht man nicht eine Sammlung des Scheiterns? Ja, heute, in dem Monat scheitere ich mal 5-mal. Das ist mein Projekt. Und damit baust du dir eigentlich selber so eine Blockade, dass du sagst, ich werde es niemals schaffen. Ich deklariere es als Traum, weil dann muss ich mich nicht überwinden. Dann muss ich nicht den Sprung machen. Und warum heißt die Show überhaupt Erla? Jetzt kommt schon. Sie war meine First Love. Nur eine Täuschung des Lichts. Wenn man hier in die Show kommt, wäre es cool, wenn man Geschenke mit hat, weil man dann von mir richtig nett behandelt wird. Du darfst selber auspacken. Es schaut jetzt vielleicht nicht mehr so schön aus. Ich vermute es. Aber es steckt ganz viel Schweiß und Emotionen. Oh. Dieses Paar, die waren auf allen Bühnen, die man sich vorstellen kann. In Webster Hall, auf der Straße, in kleinen, großen Bühnen, überall. Jetzt bin ich schon ein bisschen, muss ich sagen, berührt. Dankeschön. Gut. Schön. I cannot understand why people avoid this kind of situation, cause it can only get better if we talk to you about our relationship. Und ich habe es einmal sehen, soll ich, ne? Aber es ist eine Sendung, die viele Leute sollen sich Beispiel nehmen, weil man geht, im Leben muss man so gehen und nicht so. Lass zu meinem Denken alles zu. Und lass es mir wirklich offen zu sagen, was wäre das, was mich mit so einer Energie erfüllt, dass ich alles machen kann. Ich habe auch Bock, ein Buch zu schreiben, ich habe Bock, einen Film zu machen, ich habe Bock, in Las Vegas alle Menschen im Poker zu besiegen. Das ist auch ein Traum von mir, ja, tatsächlich so. Es ist dann immer so, wie so ein Teufel und Engel, wie bei den Comics hin und her gegangen. Und ich habe mein Leben lang noch nie für Geld gespielt. Ich habe nur kurz überlegt, sag ja. Warum kriegt dieser Typ jetzt die 20.000 Euro Förderung? Bloß weil er den XY kennt. Warum moderiert der Typ die Show nicht? Ja, viel, viel größer. Und das ist eine Sendung, die hoffentlich die Leute, wenn die sehen, die Millionen, die sehen hoffentlich schon. Ja, und dass die lernen dazu. Was lacht ihr da? Ja. Dankeschön.